Hängt das wieder? Nein, du musst es anklicken und dann zur Seite schieben. Problem ist, keiner von uns hat genügend Stärke. Schaut her, Leute. Habt ihr einen schönen Tag? Ich hab einen schönen Tag. Drücken, ziehen, heben. Schaut euch diese Muskeln an, wie früher in meiner Zeit auf dem Jahrmarkt. Schnorris! Hey, Junge! Na, wie geht's dir? Schnorris. Wollt ihr mir ein wenig über euch erzählen, Schnorris? Ich hab die 7 Weltmeere mit den Besten bereist, mit den Besseren als den Besten, aber ich habe meine wahre Bestimmung auf dem Jahrmarkt gefunden. Ich war der stärkste Mann in Kyrill und sie haben mich dementsprechend bezahlt. Was meint ihr mit in meiner Zeit auf dem Jahrmarkt? Das waren tolle Zeiten, wie die Leute meine Kraftakte bestaunt haben. Ich war damals einfach großartig. Jeder konnte gegen mich bei einem guten alten Faustkampf ohne Handschuhe antreten. Aber haben sie mich jemals besiegt? Lächerlich. Ihr mögt es also zu kämpfen, nicht wahr? Komm her und ich lass dich meine Faust schmecken. Immer mit der Ruhe. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Versteht mich nicht falsch. Aber gegen eine kleine Rauferei habe ich ab und zu ist nichts als Wetten, wisst ihr, eine Show für die grölende Menge abzuziehen. Viele haben mich damals herausgefordert, aber niemand hat es geschafft, Schnorris zu besiegen. Niemand, hm? Ich wette, ich könnte euch besiegen. Klappergestell gegen Muskelberg, das wäre ein guter Titelkampf auf dem Jahrmarkt. Hier sind die Regeln. Heißsporn. Ich werde einen Gegenstand holen, den du Schnorris zerschlagen kann. Und wenn ihr es schafft, ihn innerhalb von 35 Sekunden zu zerbrechen, habt ihr die Herausforderung gewonnen. Aber ihr braucht euch keine großen Hoffnungen machen. Das wird kein Kinderspiel. But there she is, Noodlons. So what are you made of? Ich kann ihn nicht angreifen. Kann das sein, dass du ihn angreifen kannst? Du musst mit der Steuerungstaste drauf gedrückt halten. Ha! Just as I suspect. Let Snorri show you how it's done. That was as easy as cherry pie. Was hast du gehabt? Kämpfer gegen Schnorris. Oh, der haut aber ganz schön zu. Errungenschaft freigeschaltet. Wrecking Ball. Warum erinnert mich das gerade an Miley Cyrus? Bist du übrigens dran? Ja, ich überlege bloß gerade, was ich mache. Welches Level hat er eigentlich? Los, verpass ihm eine! Sehr schön. Ah, 3 Runden. Ist okay. Nicht lähmen oder so jetzt, das musst du ja aufsparen für dann, wenn er wieder aufgestanden ist. Ich habe aber sonst keine Attacken mit, die ich angreifen kann. Dann hauen mit einem Stab. Was da. Toll. Ansticken hier. Ja, aber das wäre Verschwendung. Das Blenden kannst du machen, klar, aber das Lähmen nicht. Tja, ich mache hier wohl den meisten Damage. Njam! So unbesiegbar war er dann doch nicht, ne? Nicht identifizierte Metallrüstung. 2 Stück, eine für dich, eine für mich. Mhm. Warum hab ich eigentlich die ersten Schläge gekriegt, ey? Sag mir das mal. Oh, soll ich dich heilen? Komm, ich heile. Ja, dann heile. Yay! Gut. Ja, schön. Haben wir hier was übersehen? Nee, ich denke nicht. So, gehen wir weg von dem Giftfass schön weit. Sollen wir alles zerstören, ne? Oh, da sind noch Holzkisten. Immer diese Zerstörung so von ihm. Willst du die Holzkisten auch angucken? Da, nee. Okay,
gehe ich sie kurz angucken. Das ist auch eine geile Rüstung. Brauche ich auch wieder Level 10 für. Ey, aber wieso läufst du nicht mehr raus da? Na, 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 na. Selber machen, steht gleich. So. Ja, gehen wir weiter. Ja, es kann auch weitergehen. Oh, das sind grüne Punkte. Menschen! Könntest du die auch nochmal heilen, Adora? Ich habe Menschen gefunden. Eine Lucia. Greetings. Malius! Oh, den Sieben! Sei Dank, Lucia! Es ist der Quelljäger! Nun werden wir doch nicht auf dieser verdammten Klippe sterben. Klar, ich hab gesagt, dass ich euch rette. Wunderschön. Wer stirbt, wir ruhen uns nur aus. Die Ruhe vor dem Sturm. Diese Geister im Leuchtturm werden gar nicht mitbekommen, wie ihm geschieht. Die Geister im Leuchtturm? Ich glaub, irgendetwas ist da auf jeden Fall faul. Dass das Licht leuchtet, ist so sicher wie die Gezeiten. Aber es gibt schon seit fast 2 Jahrzehnten keinen Wärter mehr. Unser Trupp hat eine Vereinbarung mit Euro. Euro ist geschlossen. Wir überprüfen den Leuchtturm und wenn wir lebend wieder zurückkommen, dann kriegen wir eine Fahrkarte nach Hause. Und ich bekomme eine fette Schnake an meiner Wand. Was Aureus uns nicht gesagt hat, ist, dass es im Leuchtturm nicht nur Geister gibt. Überall waren wilde Skelette. Am Anfang waren wir noch 7. Jetzt sind nur noch Lucia und ich am Leben. Nur der Stärkste überlebt, würde ich sagen. Wir sammeln nur gerade alle unsere Kräfte, bevor wir mit unseren Schwertern den Leuchtturm stürmen. Ja, nee, ist klar. Weiter. Ha, ja, unsere Kräfte sammeln, klar. Um ehrlich zu sein, zittern wir wie Chihuahuas und beten, dass wir heil aus dieser Sache wieder rauskommen. Und offenbar haben euch die Sieben geschickt. Pah, Malius, eure Würde ist nicht mehr als eine dreckige Pfütze. Ich hingegen, eine ehrenwerte Soldatin und Dienerin Rivelots, habe keine Angst, höflich zu fragen. Also, was meint ihr, Quelljäger? Werdet ihr den Leuchtturm für eure Waffenbrüder untersuchen? Wenn Aureus sieht, dass der Ort überprüft wurde, dürfen wir Kisel mit dem nächsten Schiff in Richtung Heimat verlassen. Na, dann machen wir mal die Drecksarbeit. Ach, das hatte der Aureus übrigens erwähnt gehabt bei mir im Gespräch. Dass er alle, die hier draußen auf Erkundung gehen, wenn sie zurückkommen, muss man ja wirklich so sagen, dass er denen sofort den Versetzungsantrag unterschreibt. Ah, ich gucke hier gerade, da hinten ist übrigens auf den Klippen ist ein Schiff aufgespießt. Ja, sieht geil aus. Wobei, ich gehe mal davon aus, dass der Weg hier hochführt. Das sieht eindeutig danach aus, ja. Ja, dann kümmern wir uns doch um den Leuchtturm, ne? Ja. The further we go, the more bodies we find heaped around. We must be closing in on where they were headed. Ja, unser Ziel muss nahe sein. Und auf jeden Fall eine Menge. Die Überreste über. Keine Knochen, nichts mehr, nur noch Klamotten. Oh ja, da will man jetzt schon verfeinden. Wolfsschrecken. Langsam. Warte mal. Geh nicht ins Wasser da rein. Wir sind Level 4. Und was steht da? Alter, Level 5. Der Ghoul, der den Leuchtturm bewacht. What the fuck? Ja, ich hab 'ne Idee. Ja, toll. Das war durchaus meine Absicht. Jetzt ist sowieso vorbei. Ja, wir bleiben jetzt hier einfach stehen, sag ich mal. Besser ist das, ne? Epischer Kampf! Wuhu! Schon mal gut, was... jetzt nach den Wölfen dran bin, das ist voll gemein. Wenn hier das Wasser unter Strom setzt, ist auch übrigens auch noch eine Möglichkeit. Damit wir dann die Klippe runterfallen, wenn sie uns zu nahe kommen, oder was? So, erstmal versuche ich das fette Vieh da hinten einzufrieren, wenn ich überhaupt so weit komme. Nee, das cool, der den Leuchtturm über. Ja, ich kann nichts machen.
Außer das hier. Das hättest du dir noch sparen können. Ja, die laufen jetzt außen rum wegen dir. Das ist ja okay. Ja, schubst dich die Klippe runter. Gott, du kommst jetzt. Stopp, da, das passt. Ich will den schön in der Mitte. Das hab ich denn nicht. Ich hab jemand anderen getroffen, okay, auch nicht schlecht. Ich hab den vor dir getroffen, statt den, den ich anvisiert hatte. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was macht der Fette? Der Fette springt erstmal, Alter. Boing, Alter. Versuch mich mal kurz ran, Alter. Aha. Er beschwört. Er inspiriert sie. Er hat sie auch teilweise direkt mitgeheilt. Gib's ihm! Du bist doch schon fast leid, weil ich mag Wölfe, aber. Das muss sein. Tu es! Schön. Du elender Tierquäler. Ich kann nichts machen. Ja, spar dir die Punkte. Ich hab keine Lust mehr. Sehr schön. Gut. Na komm, Uni, komm. Toll, jetzt fehlt mir allen Ernstes ein Aktionspunkt, ey. Scheiß da. Und Headshot. Wer kriegt's ab? Au. Die bleiben da stehen. Du. Lass du's mal regnen mit Jahan. Kann ich nicht. Denn so ein gewisser Talons ist dran. Und selbst wenn, ist egal, weil wir haben eh zwei Runden Brand. Und tote Wolfsschrecken, auf den hättest du zuerst gehen müssen. It's raining, man! Okay. Wir haben uns gerade ziemlich dämlich selber ausgeschaltet. Wolltest ja da stehen bleiben. Warum sind wir jetzt eigentlich alle? Ja, das ist nichts. Boah, Alter. Jetzt reicht's aber. Wir machen uns gerade taktisch ziemlich kaputt. Schlampe! Du bist gerade die Einzige, die kämpfen kann. Kannst du den Querschlägerpfeil eigentlich nutzen? So, jetzt sind wir alle wieder im Nächste Rennen. Niederlage! Nee, wir sind wieder im Rennen! Is it going? Das Muddy hält eine Menge aus. Ja, beiß mich. Ich hätte gern Heal. Oh, okay, fuck. Madora auch. Ich heile jetzt nicht erstmal Madora. Immer. Wer ist dir eigentlich wichtiger? Sie oder ich? Wer ist in meiner Gruppe? Ach, ich nicht oder was? Spielen wir nicht als Team zusammen oder was? Doch, aber du hast deine eigene Gruppe. Wir sind zwei Teams. Zwei Special Infiltration Ops Teams da. Warte mal. Oh, ich kündige den Job. Such dir noch jemand anderen zum Spielen. Hättest du noch einen Umschlag nutzen sollen? Konnte ich gerade nicht nutzen.
müssen den Ghoul hinten tot kriegen. Ich gehe davon auch leider aus, dass man der Madoa die nächste Runde nicht übersteht. Gut. Das könnte sie retten. Ja, dadurch, dass jetzt das andere Viech nicht angreifen konnte, der Hund. Weil das ist das Problem das mit dem Hund. Das Viech vor uns muss weg. Weil so viel Damage macht jetzt nicht mehr. Ich kümmere dich erstmal um das Skelett von Madoa. Kümmere dich erstmal darum. Und dann schick die Mada weg. Damit ich gleich mal mit Blitz angreifen kann. Schick sie ein Stück weiter vor, die muss eh in Nahkampf ran. Wir müssen die Wölfe vor uns weg, ich bin jetzt tot. Oh, ich hab das Ding vergessen. Der Bomber von Madoa ist scheiße, ne? Mal sehen. Du stehst da jetzt auch nicht gerade praktisch. Bist dran. Scheiße, scheiße, scheiße. Problem ist, der ruft die wieder. Wir müssen den Ghoul erstmal tot kriegen. Das heißt, du musst nach vorne durchrücken. Fuck, Alter, das hält der aus. Ja, auch verdammt oft. Das ist gut, er hat nur einmal getroffen, die wäre sonst tot. Aber ich werde jetzt ersparen. Gucken, dass ich ihn mit Jahan einfrieren kann. Der Wolf hier vorne ist im Übrigen gleich wieder aufgetaucht, ne? Aber jetzt hat wieder so. Ich könnte jetzt wahrscheinlich beide Wölfe ordentlich schädigen, aber. Mach's einfach mehr, wir sterben können wir nicht. Ausbremsen oder so, das wird schon reichen, ey. Muss sie auf jeden Fall gleich heilen. Irgendwie. Komm mit, ja, scheiße, mein Dings lädt noch. Mein Frier. Wenn du sie heilen kannst, wäre das auch eine Idee. Lädt auch noch. Das ist ja hier Runden basiert. Ich weiß. Das muss ich mich immer wiederholen. Geh einfach weiter mit dem Jahan vorne. Lass die Wölfe ganz. Das Problem ist, der erweckt sie wieder. Kann nicht vorgehen. Ich kann jetzt hier hingehen und dann frisst er mich. Das ist auch nicht in der Zweck der Sache. Das ist mal egal. Ah,
die lag jetzt gerade ein bisschen aussichtslos. Weißt du, kannst das Skelett nicht angreifen aktuell. Ja. Dafür musstest du sie erst wegschicken. Problem ist, ich kann Ars weggehen, wenn wir den besiegt haben. Das Problem ist, er hat nicht eine extreme Reichweite. Das heißt, wir müssen den tot machen. Das Skelett macht ja so erstmal nichts. Das ist nur ein Problem, wenn es getroffen wird. Das heißt, keine Angriffe riskieren, die das Viech treffen. Wie ich sage, lass die Wölfe links liegen. Ja, ich kann aber sonst auch nicht angreifen, deswegen mache ich lieber mal gerade die Wölfe platt. So, jetzt kannst du Madora dann nämlich gleich wegholen. Falls Madora noch lebt. Ja, für Jahren sieht es auch nicht gerade besser aus. Ich bin nass, ich kann nicht explodieren, scheiße. Wobei, das ist gerade Glück für uns. Hat sie keinen Pott oder so? Doch. Ja, dann musst du den jetzt mal schlürfen. Ja, hatte ich ja auch schon einen. Dann schick sie erstmal weg. Schick sie links, rechts an den Rand. Ist doch scheißegal, irgendwo hin. Ich kann sie nicht wegschicken, dann schlägt er sie. Mein scheiß Postklett auch noch. Schieß auf das Viech. Schieß auf den Ghoul. Wenn du dran bist mit einer Surot. Das Problem ist, ich treffe sie mit, weil der Pfeil geht durch sie durch. Hey, du hast sie nicht getroffen. Den Wolf töten, der macht mir den Jahan platt. Zertrümmer einem das Knochengerüst. Und nun gehen wir nicht auf den Sack. So, ob ich treffe. Und kannst du sie wegholen. Ja, jetzt bist erstmal du dran. Ja. Das ist das Problem. Ich treffe mich sie und kann nicht angreifen. Du triffst sie nämlich auch die ganze Zeit selber. Nein, ich hab sie nicht getroffen. Jetzt hol sie da weg. Ich hoffe, du stehst weit genug weg. Okay, du musst dem Vieh ja keinen Schaden machen. Oh, das Skelett ist wieder auf Level 3. Jetzt aber mit der, ne? Oh, jetzt töte ihn. Bring ihn um! Mach das hier mal ein bisschen epischer, schweig nicht so viel. Kommentier diesen Kampf. Ich hab schon kommentiert. Und jetzt Madora macht einen Kopfstoß gegen sie, gegen den Ghoul. Yeah, Baby! Es gab ordentlich XP. Alter, Finde, so ein Scheiß hier. Meine Fresse, was liegt denn hier alles? Was willst du davon?
Ich nehme eine Kettenrüstung auf jeden Fall mit. Die Einhandwaffe ist bestimmt was für Madora. Nimm die Kettenrüstung. Ich nehme noch die Stiefel. Und die Stiefel hätte ich auch genommen. Für die Madora, aber die muss nämlich am meisten aushalten. Ey, macht nichts. Nimm die Lederrüstung noch und guck, ob die was ist. Und den Kupferring für sie. Was war denn das für ein Fertigkeitenbuch? Giftpfeil. Bald mal zurück in die Stadt. Gleich einen Händler finden. Ich nehme erstmal eine Leuchtturm rein. Zack. Huch, nicht. Ich habe hier im Leuchtturm eine Pfeiltür. Wenn du noch gerade herkommen möchtest. Dann können wir nämlich bald auch mal ein Päuschen einnehmen. Erstmal heilen kurz. Das ist der perfekte Zeitpunkt, euch. Jetzt werden wir ein Päuschen einlegen, wie sie schon sagte. Was uns in der Tür erwartet, seht ihr in den nächsten Folgen. Das Heilen machen wir dann nebenbei jetzt kurz, während ihr nicht mehr da seid. Wir wollen euch jetzt nicht mit dem Heilen noch langweilen. Doch, klar. Naja. Tschüss aus und bis zum nächsten Mal.